Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei White Grey Home. Auch uns hat es getroffen, der Coronavirus, und deswegen ist es hier heute ein Corona-Spezial. Ich werde die nächste Zeit dazu nutzen, euch ein paar FAQs und Fragen zu beantworten, die mich in den letzten Wochen oder auch letztes Jahr erreicht haben. Einige von euch haben mitgekriegt, dass mein Blog und Instagram-Account, Facebook etc. gehackt wurden und ich Anfang Januar neu starten musste. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr jetzt alle wieder zurückfindet und wieder zurück auf meine Accounts kommt. Wer viel reist, denke ich, kennt diesen Spruch, man kann aus seinem Urlaub oder aus seiner Reise nichts mitbringen, außer Erinnerungen, Fotos und seine heilen Haut, und darum geht es heute in diesem Video. Letztes Jahr gab es ein paar Fragen, ob wir keine Angst hätten vor Überfällen und so weiter, und da dachte ich, mache ich das heute mal zum Thema Einbruch im Wohnmobil. Und wir sind schon seit 25 Jahren Camper. Unser erster Einbruch war 2002 und wir hatten damals einen Dauerstellplatz in Frankreich auf dem Campingplatz. Und eines Tages kamen wir wieder zurück an unseren Stellplatz und wir hatten festgestellt, dass wir beraubt wurden. Unser Wohnwagen wurde aufgebrochen und alle Wertgegenstände waren entwendet. Das hat dazu geführt, dass man sich natürlich sehr, sehr unwohl danach gefühlt hat. Alles war durchsucht und ist ein sehr, sehr großer Eingriff in die Privatsphäre. Wer mal einen Einbruch hinter sich hat, kennt dieses Gefühl und weiß, was das bedeutet. Und danach fühlt man sich nicht mehr so sicher. 2018 war unsere Tochter unterwegs mit ihrem Partner und ihnen wurde das komplette Fahrzeug in Rom geklaut mitsamt dem ganzen Campinginhalt. Und es war leider ein Oldtimer, frisch restauriert, fertig gerichtet. Und dieses Verhalten hat dazu geführt, dass wir uns seitdem auch ein bisschen mehr ängstigen, beziehungsweise auch immer Angst hatten, dass unser Pössl geklaut wird. Denn wer die Lieferzeiten des Pössl Summit 600 Plus kennt, der weiß, dass man ziemlich lang wieder auf sein neues Modell warten muss, wenn man einen neuen bestellen muss. Und das war unsere größte Angst 2019, dass das komplette Fahrzeug entwendet wird. Wir haben uns angewöhnt, unsere Wertsachen bei uns zu tragen und Laptops und große, sperrige Sachen, die wertvoll sind, nicht mitzunehmen auf unsere Reisen ins Ausland oder auch in Deutschland. Dann dachte ich bis dato, dass ich immer einen sehr, sehr leichten Schlaf habe und aufwache. Wir haben es daran gemerkt, dass wir auch mal aufwachen, wenn jemand auf Toilette geht nachts, und dass wir dann auch wach werden. Allerdings haben wir dann gleich in der ersten Woche den Test gemacht mit unseren Kindern, und die sind nachts, eine unserer Töchter ist nachts um 2 Uhr durch die Schiebetür in den Pössl reingekommen, und wir haben es erst gemerkt, als sie am Bett uns ganz laut angesprochen hat. Das hat mir gezeigt, dass wir kein Gas brauchen oder sonstiges, um ausgeraubt zu werden. Wenn sich hier der Dieb leise verhalten hätte, wäre uns dieser Einbruch nicht aufgefallen und der Dieb wäre leise durch die Schiebetür rein und wieder rausgegangen und wir hätten es nicht mal bemerkt. Das ist auch der Moment, wo wir gemerkt haben, für alle, die das als Argument für Längsbetten nehmen, dass sie nicht aufwachen, wenn der Partner aufs Klo geht. Glaubt mir, wenn ihr nicht aufwacht, wenn der Partner aufs Klo geht bei einem Längsbett oder auch bei einem Querbett, dann werdet ihr auch nicht merken, wenn einer einbricht in euren Camper. Dazu brauchen wir keine Gas- oder sonstigen Märchengeschichten erfinden. Das ist eine Tatsache und probiert es aus. Lasst von irgendjemand euch in den Camper reinsteigen bei Nacht und Nebel und ihr werdet merken, ihr werdet davon nicht wach. Und deswegen kann ich das aus unserer Erfahrung heraus erzählen, dass das für uns kein Argument war mit dem Längsbett. Nichtsdestotrotz hatten wir 2019 unseren ersten Überfall gleich 3 Wochen nach Übergabe. Und zwar sind wir mit dem Pössl nach Süditalien einmal um den Stiefel rumgefahren. Und das Video dazu verlinke ich euch übrigens hier oben. Und dann sind wir an dem Sporn, der um den Stiefel rumging, auf der Landstraße gefahren. Und ich habe so ein bisschen vor mich hingedöst. Mein Mann hat den Verkehr ziemlich genau beobachtet und hatte schon seit längerem beobachtet, dass uns ein weißer Alfa Romeo hinterherfuhr, sehr dicht auffuhr und, obwohl es oft die Möglichkeit gab, nicht überholt hat. Und irgendwie ich so am Dösen bin, tut es plötzlich ein Schlag auf Höhe meiner Beifahrerseite. Und ich dachte, von dem bin ich quasi aufgewacht und ich dachte, mein Mann hätte den Spiegel abgefahren. So hat es geknallt. Aber der Spiegel war dran und dann habe ich einen Blick in den Spiegel geworfen und habe gesehen, dass an der Seitentür quasi ein Schaden war.
Ich habe natürlich sofort gerufen, halt an, und er so, nein, er hat gerade was beobachtet, und zwar, dass uns seit längerem ein weißer Alfa Romeo hinterhergefahren sei und ohne, trotz Überholmöglichkeit nicht überholt hätte und er kurz vorher quasi in die Kreuzung eingebogen wäre und da auf uns gewartet hätte. Das ist ein ganz bekannter Trick. Dort wird man quasi dann abgefangen und dann durch einen Steinschlag erschreckt. Der soll einen zum Anhalten zwingen quasi, oder dass man anhält und schaut, was passiert ist. Und in dem Moment, wo man anhält, wird man beraubt. Mein Mann hat dann Gas gegeben, ist weitergefahren, als er diesen Trick, den er im Internet gelesen hatte, durchschaut hatte. Ich bin nach hinten gegangen während der Fahrt, habe den Baseballschläger geholt. Diesen hat mein Mann dann aus dem Fenster raus. Der Alfa Romeo ist hinter uns hergefahren, hat uns bedrängelt und genötigt. Ich habe das Ganze per Video durch die Rückscheibe quasi festgehalten. Und er hat uns dann überholt, und als mein Mann mit dem Baseballschläger aus dem Fenster gewinkt hat, und er gemerkt hat, dass er uns nicht abdrängeln konnte, hat er dann von uns abgelassen. Aber sie haben lauthals aus dem Fenster rausgerufen, mit den Händen gefuchtelt. Und dann, als sie gemerkt haben, sie bringen uns nicht zum Stillstand, haben sie uns dann in Ruhe gelassen. Wir hatten einen ziemlich großen Schock, sind auf direktem Weg zur nächsten Polizeistation gefahren und im nächsten Ort, was uns im Nachhinein auch sehr spanisch vorkam, wartete jemand an der Kreuzung auf uns, und wir hielten dort an und fragten nach dem Weg zur Polizei, und er konnte sehr gut Deutsch sprechen und wollte uns den Weg zur Polizei erklären. Wir im Schock quasi dann auch diesen Weg befolgt und haben auch die Polizei dann gefunden, aber im Nachhinein haben wir uns wirklich gefragt, ob diese Person nicht gestellt war oder dort einfach nur gelauert hat. Genau, wir sind zur Polizei, die Polizei hat kein Wort Englisch gekonnt und hat nur geschmunzelt, als sie unsere Story gehört hat. Wir hätten dann in einer völlig überlaufenden Stadt unseren Fessel abstellen sollen, zur Polizeistation und Anzeige schalten. Und nachdem wir von einigen anderen schon erfahren haben, dass es da nichts zu holen gibt und dass da auch nichts unternommen wird, die Verfahren meistens eingestellt werden, haben wir beschlossen, einfach an unseren Stellplatz zu fahren und die Sache auf sich ruhen zu lassen. Als wir uns sicher gefühlt haben, sind wir natürlich ausgestiegen, haben den Schaden begutachtet. Und der Schaden hält sich wirklich in Grenzen, und ich zeige euch jetzt gleich, was wir mit dem Schaden gemacht haben. Dann gibt es ja viele, die sagen, ein Hund ist die beste Alarmanlage. Auch da haben wir Freunde, der Hund ist nicht mal aufgewacht beim Einbruch. Also da ist ja dann auch wieder diese Frage wegen dem Gas, die dann wieder schnell die Gerüchteküche hochkochen lässt. Oder man ist gerade Gassi gehen mit seinem Hund und es wird eingebrochen. Also ich denke auch, gerade jemand, der einbrechen möchte, der einen erspäht hat, der beobachtet einen auch vielleicht schon über einen gewissen Zeitraum und sieht auch, wann man das Wohnmobil verlässt. Und da bringt einem auch ein Hund nichts. Vor allem möchten wir auch nicht mit einem Hund in einem Wohnmobil oder so einem kleinen Kastenwagen wie hier leben müssen. Genau, das hatten wir auch schon oft auf Instagram erwähnt, dass das für uns... Ja, das waren unsere Erfahrungen in den letzten 25 Jahren beim Campen, was das Thema Überfahrt und Einbruch angeht. Und natürlich ist man dann auch total ängstlich. Also wir hatten 2019 auch ein paar Momente, wo wir sehr, sehr ängstlich waren. Und wir haben einfach immer wieder beschlossen, wenn wir uns nicht sicher fühlen an den Plätzen, dass wir dann einfach den Platz verlassen, weiterfahren zur nächsten Möglichkeit. Genau, und wer sehr ängstlich ist, dem empfehlen wir dieses Autarkstehen nicht unbedingt. Wobei auch viele sagen, das ist auch wieder ein Pluspunkt. Am meisten wird man überfallen auf Campingplätzen oder an Plätzen, wo man erwartet wird, Rastplätzen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch von vielen Bekannten oder Verwandten etc. schon gehört, wie eingebrochen worden ist, und könnten da auch noch genug Geschichten erzählen. Aber wir haben einfach für uns beschlossen, oder nach dem Winter jetzt haben wir gemerkt, die Wartezeit mit den 5 Monaten, die wir jetzt überbrücken mussten, das ist auch ungefähr eine Wartezeit, die man dann auch wieder für ein neues Modell bräuchte. Und ich denke, alles ist ersetzbar, solange einem selber nichts passiert, kann man alles ersetzen. Und wir achten weiterhin darauf, dass wir keine großen Wertsachen dabei haben, dass wir die Wertsachen an uns selbst tragen. Ich verrate hier im YouTube-Video nicht, wo wir die Wertsachen über Nacht verstauen. Aber jeder, der einen Pösselzahn mit 600 plus hat, der weiß, wo hier die Geheimfächer sind und wo man hier Dinge verstecken oder verstauen kann, ohne dass jemand drankommt. So.
So, dann hoffe ich, euch hat dieses Video wieder gefallen zum Thema Einbruch und Sicherheit im Wohnmobil. Ich denke, ganz, ganz viele Wohnmobilisten auf YouTube-Videos hier gibt es mit speziellen Sicherungen, Haken und was es alles gibt für das Wohnmobil. Wer sich da was gönnen möchte, der kann natürlich auch dazu schlagen. Ich denke natürlich, es ist auf der einen Seite richtig, dass man es den Einbrechern schwer machen soll und damit es möglichst lange dauert, bis der Einbruch stattfinden kann, kann man es den Einbrechern schon schwer machen. Aber auf der anderen Seite denke ich, aufgrund der Fenster, Dachfenster etc. ist es eigentlich ein Klacks, hier im Wohnmobil einzubrechen, und wer das machen möchte, der kann es auch sicherlich tun.